Nach 4 Jahren Verzögerung hat Europa wieder einen eigenständigen Zugang zum Weltraum. Die Trägerrakete Ariane 6 startete wie geplant von Kourou in Französisch-Guayana. Doch nicht alles lief glatt. Das in Bremen gefertigte Triebwerk der Oberstufe der Einbeck-Rakete zündete nur einmal. Damit scheiterte der Versuch, Ariane 6 aus dem Weltraum zurückzuholen und in der Atmosphäre verglühen zu lassen, um Weltraumschrott zu vermeiden. Der Flug endete somit nur als Teilerfolg. Insgesamt 13 Länder Europas haben unter Leitung Frankreichs an Ariane 6 gearbeitet. Deutschland war nach Frankreich mit rund 20% der wichtigste Geldgeber für die Rakete. Ariane 6 wurde von der Ariane Group im Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation entwickelt und hergestellt. Sie ist eine Weiterentwicklung der Ariane 5, die bis Sommer 2023 im Einsatz war. Ursprünglich war der Start für 2020 geplant. Aufgrund von Covid-19 und dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine wurde er jedoch verschoben.